Hallo. Wir sind alle Teil des Teams des Memorium Nürnberger Prozesse. Ungewöhnliche Zeiten verlangen neue Ansätze. Auch das Memorium musste aufgrund der Covid-19-Pandemie schließen und wir warten immer noch darauf, dass hier so etwas wie Normalität einkehrt. Wir wissen noch nicht genau, wie lange es dauert, bis wir wieder uneingeschränkt öffnen können. Wir möchten aber weiterhin mit euch im Dialog bleiben. Deswegen nutzen wir die Zeit und geben euch Einblicke in Fragen, die wir immer wieder von Besucherinnen und Besuchern gestellt bekommen. In 5 Videos bringen wir euch einige Antworten auf die meistgestellten Fragen direkt zu euch nach Hause. Ihr wollt noch mehr erfahren? Oder eure Frage war nicht dabei? Kein Problem. Dann schreibt uns. Wir freuen uns auf eure Fragen und Diskussionen. Um diese Frage soll es jetzt gehen. Wie sah der Saal 600 zur Zeit der Nürnberger Prozesse aus? Ich stehe hier im Saal 600, dem Gerichtssaal, in dem von 1945 bis 1949 die sogenannten Nürnberger Prozesse stattgefunden haben. Dieser Saal ist bis heute der größte Gerichtssaal im gesamten Nürnberger Justizpalast. Die Entscheidung für Nürnberg als Verhandlungsort fiel im Sommer 1945 durch die Alliierten während der Konferenz in London. Zur Vorbereitung des Prozesses waren allerdings hier in diesem Saal sehr umfangreiche Baumaßnahmen nötig. Die wichtigste Veränderung war sicherlich die Herausnahme der kompletten Rückwand auf der Rückseite dieses Saales. Die Rückwand wurde vollständig entfernt, der Zuschauerbereich wurde deutlich vergrößert und es wurde zusätzlich eine weitere Besuchertribüne für besondere VIP-Gäste hinzugefügt. An der gleichen Stelle wie heute befand sich 1945 die Angeklagtenbank. Unter der Uhr sieht man in der Wand eine Tür, das ist eine Schiebetür, hinter der sich der Aufzug befindet, mit dem die Angeklagten in den Saal hineingebracht wurden und nach Verhandlungsende auch wieder hinausgebracht wurden. In der rechten Ecke, dort hinten, befanden sich die Dolmetscher des Verfahrens. Dieser Prozess wurde in 4 Sprachen simultan gedolmetscht. Das war eine absolute Neuerung der damaligen Zeit. Da dieser Prozess in 4 Sprachen stattgefunden hat, musste simultan, das heißt zeitgleich, jedes gesprochene Wort in diesem Saal übersetzt werden. An der Rückwand des Saales, wo heute die Richterbank positioniert ist, befand sich 1945 der Zeugenstand. Dort sagten wichtige Zeugen der Anklage als auch der Verteidigung in diesem Verfahren aus. Ungefähr an der Position, an der ich jetzt stehe, dem Zeugenstand gegenüber positioniert, befand sich das Rednerpult, von dem aus die Verteidiger und die Ankläger zum Gericht gesprochen haben. Auf der Fensterseite des Saales befand sich die Richterbank. Dort war ein großer Tisch installiert worden, an dem alle 8 Richter dieses Verfahrens Platz fanden. Von diesen Richtern waren jeweils 4 Richter stellvertretende Richter und 4 Richter waren diejenigen, die tatsächlich das Urteil fällten. Vor der Richterbank befanden sich zusätzliche Tische für Stenografen und Gerichtssekretäre und außerdem befand sich hier in der Mitte des Saales befanden sich 4 Tische für die jeweiligen Anklageteams, da ja jedes der prozessführenden Länder ein eigenes Anklageteam jeweils auch mit einem eigenen Chefankläger stellte. Ja, wie geht es weiter mit dem Saal 600? Der Saal blieb bis 1961 in amerikanischer Hand und wurde erst dann an die bayerischen Justizbehörden zurückgegeben. Seitdem wurde er durchgehend als Gerichtssaal weitergenutzt. Diese Funktion endete erst im März diesen Jahres, das heißt erst seit diesem Jahr steht der Saal dauerhaft der Öffentlichkeit zur Verfügung. Natürlich vorausgesetzt, dass die Corona-Einschränkungen irgendwann aufgehoben werden. Das würde auch den Weg freimachen, diesen Saal zurückzubauen in den Zustand von 1945. Das werden wir aber nicht tun. Stattdessen planen wir eine virtuelle und digitale Rekonstruktion des Saales und über dieses Projekt werden wir euch natürlich gerne weiterhin auf dem Laufenden halten. Wenn ihr weitere Fragen zu diesem Video habt oder Anmerkungen, schreibt es uns einfach in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail.